Die Mitarbeiter der Hoyerswerda Zookultur haben am Freitag für mehr Lohn protestiert. Mit großen Plakaten fordern sie die Gleichstellung mit den städtischen Angestellten. In der aktuellen Tarifrunde ist nun erneut zum Streik aufgerufen worden. Deshalb blieb am Samstag die Stadtbibliothek zu. In der Zookultur wurden vor einigen Jahren die Mitarbeiter der Musik- und Volkshochschule, der Stadtbibliothek, des Museums sowie des Zoos aus Kostengründen ausgegliedert. Sie werden nach einem eigenen Tarifvertrag bezahlt.